So, Sirius, hast du es gesehen? Jetzt ran da, reparier den Scheiß. Damit winkt er wieder mit seiner Boltpistole und ihr könnt sehen, wie einer der Soldaten ranspringt und irgendwelche Kabel umsteckt. Es funkt ein bisschen und nach ungefähr 3 Minuten hört ihr das Rattern von dem Motor. Was sagt's denn? Wahrscheinlich ist der nicht so schnell, aber trotzdem. Höchstwahrscheinlich nicht, aber da könnt ihr die ganzen Soldaten reinlegen dann, ja. Und wir können unsere Funkerin dahinter derweilen um die Verletzten kümmern. Ausgezeichnet. Gute Idee. So könnt ihr aufbrechen. Vorbei am Magnetzug beladen. Hm? Bitte? Und dann nach 7. Ja. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, Information, Kommissar. Jawohl, meine Lords. Vorbei an dem Magnetzug, Beladstation in Richtung der Hauptrefinerie, den Anlagen. Können wir unter der Magnet durchfahren mit diesem großen Wagen? Ja, genau. Also da ist der einmal der Eingang, da ist dann eben so ein großer Beladebahnhof auch und du kannst ja eben genau mit diesem Ding die Züge beladen. Die sind jetzt halt nicht da, aber dann brettert ihr einfach über die Schienen drüber und auf der anderen Seite dann wieder nach draußen. Also dafür ist der ja auch ausgelegt. Ja, stimmt. Macht Sinn. Ja, perfekt. Dann bitte Dampf, ne? Wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Die Hauptrefinerieanlage steht auf einem gezackten Felsplateau, das sich aus der Tundra erhebt. Von unten ist nur ein kleiner Teil der Anlage einsehbar. Es handelt sich um eine Art Krone aus verzweigten Röhrensystemen, Antennenmasten und flachen Gebäuden, die sich über den Felsen erheben. Alles ist lautlos, bis es auf das singende Geräusch, das einige der hochgeführten schweren Kabel verursachen, an denen der Wind rüttelt. Die Raffinerie ist abgeschaltet und versiegelt. Wenn ihr dann mit eurem großen Frontlader dort ankommt, langsam absteigt, die Lasergewehre auf die Ein- und Ausgänge richtet, auf die Rohre vor allem, und dann langsam und vorsichtig in die Anlage eindringt. Ihr könnt hier ein Gewirr aus Gängen finden. Bloßes Gestein, was hier rausgehauen worden ist, so wie dann hier die Anlage hochgezogen wurde. Die Wände, es verläuft ein Netzwerk aus Kabeln, überall Kabel. Hier fühlt sich tatsächlich wohl jemand von den Mechanikern oder vom Mechanikus-Kult sehr wohl. Es gibt auch Bereiche, die durch Schotter abgetrennt worden sind. Und die wurden allerdings geöffnet. Weitere Lagerräume und Schreibstuben. Ihr könnt große chemische Verarbeitungsbottiche erkennen, in denen es eben mit weiterem Promethium dampft, was dann wohl eben über die Rohrsysteme in die Druckbehälter gepumpt werden könnte. Und so ist es ein recht weitläufiges Areal, was ihr dann lange durchsuchen müsst, bis ihr dann in der Anlage eine berobte Gestalt findet, die neben anderen Servoschädeln und auch weiteren Arbeitern, dem stumpfen Arbeitern, die einfach nur zum Transport von großen Objekten gedacht sind, und verharrt dort mit einem merkwürdigen kleinen silbernen Ball in der Hand, und der mechanische Mechandrit, der oben ragt aus der Kapuzengestalt, ist schon gut abgebrochen. Magos Biologis. Ja, ich rufe den Soldaten zu, diesen Bereich sichern, und dann gehe ich auf den Magus zu. Hau mir mit der Faust auf die Brust und stell mich vor als Ultramarine Astartes Octavius. Wir sind zu Ihrer Rettung hier. Notfallprotokoll. Warnung. Lebenserhaltung nicht sichergestellt. Du kannst sehen, wie die Robe, sie ist zwar schwarz, aber sie ist auch gut durchblutet von sowohl rotem menschlichen Blut, was mittlerweile schwarz und krustig geworden ist, als auch eben weitere von heiligem Maschinenöl. Der Körper ist gut zerstört worden. Wäre er ein Mensch, wäre er schon lange tot, aber die letzten mechanischen Überreste in ihm halten noch den Rest irgendwie am Leben. Wahrscheinlich ist sein Bewusstsein irgendwo anders, aber der Computer existiert noch. Können wir ihm irgendwie helfen? Bergung befohlen. Kerl. Elisabeth, ein Funkspruch bitte. Sofortiger Abzug. Jawohl. Andi, Donnerwacht, jawohl. Richtig. Richtig. Wird so weitergegeben. Sind Sie verlebungsfähig? So.
Interrupt, Codefehler. Warnung. Dann nehmen wir den Kern an uns und werden ihn uns mit aller Macht verteidigen. Ich frag mal den Soldaten, der auch das Auto repariert hat, ob er irgendeine Idee hat, wie man den vielleicht zusammenflicken kann, wenigstens notdürftig. Also ich weiß nicht, vielleicht irgendwo ein bisschen Öl reinkippen, aber also ich würde den jetzt am besten nicht bewegen. Wenn es jetzt nicht dieser Planet wäre, dann einfach nicht bewegen, dann keine Ahnung. Ich habe halt in der Werkstatt gearbeitet, ich bin keiner von Mechanikus-Kult. Meines Erachtens sollten wir ihn dennoch mitnehmen, wie wir das mit unseren Brüdern auch tun. Ich hab Lehman Russ Panzer repariert. Übrigens, mein Herr, Space Wolf, könnt ihr mir noch irgendwie etwas signieren oder so? Wie geil! Er dreht den Kopf in die Richtung. Das glaubt mir sonst keiner. Bitte was? Naja, irgendwas unterschreiben, keine Ahnung, vielleicht auf meinem Arm oder so. Legt er so mit den Augen auf und ab. Kann ihm ein Ultramarine auf ein Tattoo auf den Hintern machen. Ich signiere. Winkt dann so einmal ab. Nein. Ja, auf einem Schlachtfeld. Ja, der wird sich dann noch abwenden und wenn du ihn dann so anknurrst, wird er dich dann in Ruhe lassen. Angst erfüllt. Haben wir Panzertape? Ich glaube, das wäre besser für den Margos als unsere Mullbinden. Ja, höchstwahrscheinlich wird einer bei den Leuten vom Kommissar wird dann Panzertape haben. Ja, kann euch geben. Ja, dann sage ich dem Mechaniker-Kerl, umwickel die größten Verletzungen mit Panzertape großzügig. Das ist besser als nichts. Wird so getan. Dann, während ihr wartet darauf, dass hier wieder eine Exfiltration vollzogen wird und ihr dann eben selbst evakuiert werdet, gemeinsam mit dem Datenkern, bekommt ihr noch die Meldung, dass sich zusätzlich zu dem Sturm wohl noch einige Kreaturen in der Luft befinden. Und wenn ihr nach draußen guckt, könnt ihr auch erkennen, wie dort geflügelte Tyranniden im Wind umherfliegen. Bevor wir abgeholt werden, wollten wir nicht noch hier die Anlagen zerstören? Frage ich mal so in die Runde. Haben wir dafür noch Zeit? Also ich glaube, dass ganz ehrlich, dass wenn wir schnell abfliegen, dass der Margos vielleicht noch gerettet werden kann. Und das ist wichtiger, als wenn wir jetzt irgendwie noch ein paar Tyranniden verbumsen hier. Jawohl, mein Lord. Im schlimmsten Fall muss der Inquisitor einen Exterminatus hierher schicken. Ich glaube, vielen Bretten kann man eh nicht mehr hier. Und währenddessen würde ich mir mal den Reparaturkleber in das Loch kippen, damit die Rüstung wieder versiegelt wird. Ja, gerade wenn jetzt auch die Biosporen und der kalte, schneidige Wind kommt. Ich meine, klar, du kommst von Fenris, aber die Wunde schmerzt natürlich auch. Gut, deine Kampfdrogen, das sind mittlerweile nach, die dann automatisch in dein System gepumpt worden sind. Aber ja, die Rüstung muss auch repariert werden, sodass du dann eben den Kleber nach und nach aufträgst und die Rüstung dann wieder versiegelt ist. Genau. Und wenn ich merke, dass die Sporen mehr werden, ziehe ich mir auch mehr widerwillig, also recht, den Helm dann zwangsweise wieder auf. Kommissar, schickt bitte einige eurer Speer auf die Dächer, dass wir gewarnt werden, falls wir angegriffen werden. Jawohl, werde ich so tun. Ich werde selbst nach oben gehen. Soldat. Gut. Der Imperator beschützt. In der Tat. Schau dann zu Trooper Horgan. Ich denke, ihr solltet ihn begleiten. Jawohl. Ihr habt einen sehr guten Schuss drauf. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr schon einen Großteil von den Bestien aus der Ferne erledigen. Ja, und ich trete an die Seite des Kommissars. Gib mir mal eine Probe auf Sinneschärfe. Wahrnehmung. Ja, mach ich mal. Sicht, ne? Sicht. Ja, da muss ich gucken, aber ich glaube, das ist nicht gelungen. Nee. Ja, wie viel daneben? Du bekommst noch einen Bonus. Um 2 Grad, meine. Nee, 1 Grad nur. Ein Grad, dann reicht das.
Du kannst die Ausformung der Schwarmintelligenz sehen, die auf euch zukommt. Das Ding muss größer als ein Krieger sein. Und es ist geflügelt. Neben ihm kannst du zahlreiche weitere von den geflügelten Gargülen erkennen, aber das muss einer der Tyranten sein. Ein Schwarmtyrant, geflügelt. Eine Bestie. Kommissar, seht ihr das? Ich seh's. Wir sollten Meldung machen. Ich renne nach unten. Ihr solltet aus Entfernung schon einmal schießen. Auch wenn das noch weit weg ist, aber es kommt. Beim der Imperator. Kommissar. Der Imperator beschützt. Für Terra. Meine Lords! Ja. Meldung. Da kommt was echt Großes! Verzeiht, ein Tyrant! Ein Schwarmtyrant! Für eine militärische Umgangssprache etwas sehr Großes. Wir sind nicht mit den Xenos geschult, auch wenn wir in diesem Orpheus-Kai liegen, mein Herr. Das ist verdammt groß. Größer als die Krieger eben. Es ist größer wie der Lada. Aus welcher Richtung nähert es sich? Aus Süden, vom Sturm, vom Äquator. Geschätzte Ankunftszeit? Ich kann das nur vermuten, vielleicht 10. Wir müssen den Magus in den nördlichen Bereich dieser Anlage bringen, damit wir gleich aus dem Norden heraus evakuieren können. Ein sehr guter Plan. Ich begebe mich schon mal aufs Dach und werde die ersten Feinde aufhalten. Ich werde den Magus herüberbringen und hier unten verteidigen. Nimm den Datenkern an dich, Bruder. Natürlich, natürlich. Schau den Magus an. Überreicht mir bitte, werter Magus, den Datenkern. Ich werde ihn beschützen mit meinem Blut. Interrupt Godfehler. Interrupt Godfehler. Magus Biologis. Ich nehme den Datenkern an mich und versuche ihn dann so vorsichtig wie möglich tatsächlich aufzuheben, um ihn an den Norden zu bringen, wo dann gegebenenfalls unsere Landungsfähre uns dann abholen könnte. Octavius, als du nach oben kommst, kannst du erkennen, das ist kein Eissturm. Das ist ein Sturm aus Tyranniden, die das Eis und der Schnee aufwirbeln. Eine gewaltige Wand, schwarz und weiß, die auf euch zukommt, angeführt von einem gewaltigen Schwarmtyranten. Und während du siehst, wie das Ende auf euch zurast, kannst du es einmal donnern hören, ein weiteres bedrohliches Geräusch. Dann wird die Wolkendecke violett durchbrochen und der Imperator selbst schickt euch Rettung. Du kannst einen schwarzen Thunderhawk erkennen, der Rumpf ist durch die Säureangriffe verätzt, die Triebwerke brennen glühend heiß und trotz dem Sturm senkt sich er nieder. Macht euch bereit! Unser Taxi ist da. Der Pilot selbst wagt es nicht, aufgrund der Umstände zu landen, senkt aber das Landefahrzeug in einem perfekten Manöver direkt an eurer Nähe ab, sodass ihr dann in die hintere Ladeluke springen könnt, einer nach dem anderen. Und ihr könnt dann zurückblicken, nachdem ihr dann evakuiert worden seid, blickt dann noch mit Tordal, der gemeinsam mit dem Magus nach oben gekommen ist, den Datenkern an sich genommen hat, nach und nach alle in den Thunderhawk hinein. Groß genug ist er. Während ich dem Feind ausweiche und mich zur Evakuierung gebe ich ein paar Schüsse auf den Tyranten ab. Ja, würfel doch gerne einfach mal den ersten gezielten Schuss. Okay. Eine endlose Flut des Schreckens, die sich über euch ergießt. Trifft. Über die gematete Landschaft, auf das sie gefressen wird. Schaden. Gut, das heißt, ich darf nochmal würfeln, ne? Nochmal ein W10er. Ja, weil der göttliche Zorn des Imperators ist. Dann hast du wie viel Schaden insgesamt mit welchem Durchschlag? 19 mit einem Durchschlag von 7. 19 mit einem Durchschlag von 7. Der Schwarmtyrant hat ein Exoskelett mit einem mit einer Rüstung von 10 und er hat 120 Lebenspunkte. Die endlose Flut gießt sich, euer Thunderhawk hebt ab und ihr entkommt dem sicheren Tod. Zurück in die Landebahn, in den Orbit.
Wir haben es geschafft, Brüder. Ich bedauere es, ich hätte den Tyranten gerne den Kopf abgeschlagen. Das nächste Mal. Ihr wisst, wie gerne ich Monster erlege und sie den Zorn des Imperators spüren lasse. Ich laufe zwischen den Soldaten und besonders und bleib dann vor unseren beiden kardiadischen Soldaten stehen und meint, ihr habt euch gut geschlagen. Danke, Milord. Dieser Tag Danke. Wird nicht vergessen. Ihr habt euch die Ehre von mir durchaus verdient. So, Tordal, und jetzt wird getrunken. Natürlich, wir haben was zu feiern. Wie eigentlich immer, wenn wir nicht kämpfen. Und ihr seid eingeladen, mit uns zu trinken. Das Angebot können wir doch schwerlich ausschlagen, wenn uns die Engel des Imperators selbst einladen. Du hättest deine Ehre verwirkt, wenn du abgelehnt hättest. Ich grinse breit. Dürfen wir dann vielleicht auch etwas Loh rauchen? Ich zitter noch etwas. Hört wieder das Knurren. Ich drehe mich angewidert weg. Und dann stapfe ich einfach Richtung den Raum, wo schon das Gold auf mich wartet. 2 Stunden später seid ihr von den Servos ausgezogen. Die Servitoren, die euch herausgeholfen haben, und sitzt dann in den Hallen der Deathwatch. Met und Wein, Bier, was auch immer euch gelüstet. Grogsfleisch. Sehr gut. Das Fleisch wird einfach so von dem Bier abgerissen. Und ohne Messergabel, wie es sich gehört, für einen Wolf zerfleischt. Ich esse etwas gesitterter, aber ich widme mich auch der Vernichtung des Bieres. Der Roggen sitzt dort und hält sich ganz gewisslich an die Tischmanieren. Einfach aus dem großartigen Respekt heraus. Ja. Boah, da schiebt ja so ein großes Krug eines Marines entgegen. Dränk! Du hast es dir verdient! Ja, ich fange an zu trinken. Aber ich versuche es weder auf Ex zu trinken, noch in einem für den Space Marine gebührlichen Tempo es auszutrinken. Ich versuche mich daran, aber es wird mir wohl schwerlich gelingen. Ich glaube, allein das Gewicht eines solches Kugels wird schon sehr sportlich sein. Ja.